Herzlich willkommen zu diesem sehr kurzen Video zum Thema API-Versionierung. Wenn Sie mal Profi-APIs anschauen im Restumfeld, ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass da häufig so eine Versionsnummer mit drin ist. Sie sehen es hier, das ist das Git-Rest-Interface, also von GitLab das Rest-Interface. Sie haben hier GitLab-Example.com, API-Version 4 und dann geht's los mit Projects. Oder Sie haben hier bei SpaceX, wenn man sich das anschaut, da mache ich auch ein GET-Request und oder also Requests und in der URI sind immer die Versionsnummern drin. Warum das Ganze? Und warum sollten Sie das auch tun? Grund ist folgender: Ihre Software wird ja nicht in diesem Release bleiben, in dem es ist, sondern Ihre Software wird sich immer fortlaufend weiterentwickeln. Jetzt haben Sie einen Server, aber möglicherweise haben Sie zu diesem Server mehrere Clients. Und was Sie vielleicht nicht können, ist, Ihren Server und Ihre Clients gleichermaßen gleichzeitig abzudaten und neu auszuliefern. Also es kann sein, dass es vom Client eine neuere Version gibt wie vom Server oder vom Server eine neuere Version wie vom Client. Und es kann jetzt ja sein, dass Sie in den REST-APIs neuere Funktionen anbieten wollen, Interfaces ändern wollen, zum Beispiel, dass es andere Parameter gibt oder dass die Endpunkte ein bisschen anders sind. Und damit das geht, führen Sie eine Versionierung dieser Schnittstelle ein. Und das heißt, dann kann man nämlich sagen, dieser Client ist kompatibel zur Version 1, 2 oder 3 von Ihrem REST-Interface. Und möglicherweise schaffen Sie es, mehrere Versionen Ihres REST-APIs gleichermaßen laufen zu lassen. Und dazu bauen Sie in die URI einfach eine Versionsnummer ein. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, dass man das als Query-Parameter übergibt oder irgendwie an die JSON-Datenstrukturen dranhängt. Also ich habe jetzt so ein bisschen rumrecherchiert, eigentlich die allermeisten bauen hier die Versionsnummer direkt in die URI ein. Sie können es auch machen, indem Sie einfach, also das ist jetzt ganz banal, Sie bauen in Ihre Mappings zu den Methoden einfach die Versionsnummer mit ein. Und wenn Sie feststellen, er blöd, dieses Projects, das wollen wir irgendwie anders haben, dann machen Sie einfach eine zweite, dritte, vierte Versionsnummer dazu. Und können sozusagen so verschiedene Endpunkte für verschiedene Versionen Ihres APIs angeben. So, das war's schon. Wie gesagt, diese Versionierung machen Sie deswegen, weil Sie eventuell alte Clients haben zu Ihrem neuen Server oder also Ihr Server einen anderen Änderungszyklus hat, wie vielleicht die Elemente, die Ihr REST-API konsumieren. Und insofern müssen Sie alte Interfaces unterstützen. Und das können Sie dadurch tun, indem Sie einfach Versionsnummern in die URI reinbauen. Die anderen Verfahren stelle ich Ihnen gar nicht vor, das können Sie dann in den entsprechenden FEPMs hören. Also vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Das zu dem Thema API-Versionierung.